Zum 9. Mal fand von 7. bis 13. August 2017 das Race Around Austria statt. Das malerische St. Georgen im Attergau ist zum 6. Mal der Start- und Zielort für Europas härtestes Radrennen. 2200 Kilometer lang geht es für die 170 Teilnehmer entlang von Österreichs Grenzstraßen. 30.000 Höhenmeter müssen dabei überwunden werden. Nach den letzten Vorbereitungen geht es über die Startbühne im Salzkammergut. Mit der Brasilianerin Daniela Genovesi und der Schweizerin Isabel Pulver stehen zwei ehemalige Race Across America Siegerinnen im Starterfeld. Today is a long day to waiting for the start and I'm so happy to be here. I'm looking for something difficult, something challenging to win. So that's it. Bei den Herren gibt es nach dem Fehlen von Vorjahressieger Christoph Strasser viele Favoriten für den Sieg. Če bo vse prav, bo tudi dober nastop, pa tudi ne bo meni zmaga. Ne bo lepa izkušnja za mojo ekipo in za Slovenijo, ki jo predstavljam. Ja, nach einem langen Tag ist man froh, wenn es endlich losgeht, die Wachtreihe ein Ende hat und ich freue mich auf ein schönes Rennen. Ein bisschen nervös, aber ich glaube, es geht jedem Teilnehmer, dass er nervös ist. Und natürlich bei der ersten Teilnahme ein bisschen ungewiss, aber ich glaube, wir haben alles soweit, dass wir einen Start gehen können. Ja, es war sehr lange zu warten. Also der Start am Abend ist zwar schön, weil man in die kühle erste Nacht fährt, aber der ganze Tag war halt schon sehr aufregend mit Warten. Und ja, das ist jetzt schon sehr spannend loszufahren, vor allen Dingen als Vorletzter des ganzen Feldes. Nach dem Start geht es gleich in die erste Nacht. Begleitet von ihren Betreuern im PSK absolvieren die Athleten ihre ersten Kilometer. Über Wald- und Weinviertel führt die Strecke ins Burgenland. Bei den Damen führt die Brasilianerin Genovesi, bei den Herren entwickelt sich ein Dreikampf zwischen dem deutschen Hager, dem Steirer Kienreich und dem Luxemburger die Sevis Kuh. Ja, Wetter hatten wir schon von bis. Erste Nacht schwere Gewitter, dann am Tag drauf große Hitze, 36 Grad, jetzt wieder Regen und Gewitter, jetzt wieder Sonnenschein. Der Regen wird die Fahrer noch bis zur Ziellinie begleiten. Besonders die kühlen Temperaturen machen den Teilnehmern immer mehr zu schaffen. Nach der Rennhälfte geht es in das Hochgebirge. Insgesamt sind 30.000 Höhenmeter beim Race Around Austria zu befahren. Die 2604 Meter hohe Großglockner Hochalpenstraße bildet den Beginn der Bergabschnitte und auch den höchsten Punkt des Rennens. Langsam kämpfen sich die Athleten in der Nacht und in den frühen Morgenstunden die Kehren hinauf zum Hochturm. Wie in den letzten Jahren zeigt sich die Glocknerstraße nicht von ihrer freundlichsten Seite. Teilweise müssen sich die Athleten sogar durch Hagelschauer hinaufkämpfen. Nach dem Glockner warten mit dem Gerlospass, der Silvretter Hochalpenstraße, dem Faschiner Joch und dem Hochtambergpass noch vier weitere heftige Alpenpässe auf die Fahrer. An der Rennspitze bei den Damen liegt zu dieser Zeit die Brasilianerin Daniela Genovesi. I never feel a cold like yesterday. Sure. I put all the clothes that I never use. And probably today will be the same. Three. Bei den Herren führt der 48-jährige Markus Hager aus Oberammergau. Der Bayer hat trotz der widrigen Bedingungen seinen Humor nicht verloren. Alles okay, ja, prima. Schönes Wetter. Kurz vorm Schneien. Morgen gehen wir Skifahren. Okay. Auf dem zweiten Platz rangiert der Luxemburger Ralf Die Sevis Kuh. Er verliert zwar konstant auf Hager,
kann aber den Steirer Kienreich immer mehr distanzieren. Ab dem Inntal fliegen die Athleten dem Ziel in St. Georgen im Attergau entgegen. Zum ersten Mal gewinnt ein Deutscher das Race Around Austria. Markus Hager absolviert die 2200 Kilometer in 3 Tagen, 20 Stunden und 28 Minuten. Das am Anfang nicht wahrhaben, weil man versucht nur mal, ja nicht stürzen oder irgendwie technische Defekte riskieren und ganz moderat fahren. Aber irgendwann wird es dann schon sicher und dann die letzten Kilometer sind halt einfach nur ein Traum. Der letzte Kilometer führt durch das Attergauer Marktfest. Bejubelt von tausenden Besuchern geht es für die Damensiegerin Daniela Genovesi zur Zielbühne. We have a lot of battles during the days and when we arrive in the city and you saw this, you say, come on, it's impressive for me. I never end a race with a part like that. It's a very emotional moment. Und auch einen Tag später bei der Siegerehrung haben die Emotionen nicht nachgelassen. Bei den Herren landet Ralf de Seviskor aus Luxemburg auf Rang 2. Dritter wird mit Lukas Kienreich der beste Österreicher.